dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Ich heiße Paweł Zalewski. Mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern bin ich in polnischen Warschau aufgewachsen. Nachdem ich mein Studium mit einem Magister für Leibeserziehung abgeschlossen habe, hat mich die Neugier auf die restliche Welt gepackt. 1984 habe ich Warschau verlassen und bin ich zu meinem Bruder gezogen, der damals schon in Kleve wohnte. Die Ersteindrücke in Deutschland waren eher positiv. Allerdings hat mich der große Auswahl der Auslagen in den Geschäften etwas befremdet. Ich lernte die deutsche Sprache und am Anfang schlug ich mich mit Gelegenheitsjob durch. Durch meine Ausbildung als Sportlehrer bekam ich schnell Kontakte zum Fußballclub in Kleve. Dort stieg ich später als Betreuer für medizinische Fragen auf. Trotz vieler Bemühungen fehlte mir aber eine echte berufliche Perspektive in Deutschland. Nach 5 Jahren, mittlerweile war ich verheiratet und unser Sohn Lukas geboren, wollte ich mit meiner Familie zurück nach Polen. Die Koffer waren schon gepackt und Teil unserer Sachen war schon drüben. Dann bekam ich ein Angebot, an einem privaten Gymnasium Kollegium Augustinianum Gastung als Sportlehrer zu arbeiten. Für mich war die größte Herausforderung bei meiner Integration in die deutsche Gesellschaft, selbstbewusst zu bleiben und sich nicht schlechter zu fühlen, weil ich aus einem anderen Land komme. Ich denke, dass es wichtig ist, den Menschen ohne Vorurteile zu begegnen und mit offenen Augen und offenem Herz durch die Welt zu gehen. Integration bedeutet für mich, nicht nur sich anzupassen, sondern auch mit eigener Kultur die neue Gesellschaft zu bereichern. Heute engagiere ich mich in deutsch-polnischer Austausch und ich hoffe, dass viele Menschen davon profitieren können. Ich selber fühle mich heute in Deutschland und in Polen wie zu Hause.